So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 22 auf der Burgenlandkreiskarte. So, und in der letzten Folge habe ich alles schön vorgestellt. Ja, was ist schön? Ich habe es vorgestellt. Ob es schön war, müsst ihr sagen, müsst ihr in die Kommentare reinschreiben. So, ich würde sagen, wir nehmen das erste Feld in Angriff. Habe ich den Faden schon wieder verloren? hier war, warte. Ja, genau. Geht auch hier raus. So, Hühnerstall. Genau. So, Hühnerstall raus. Und dann ab in die Werkhalde. Und hätte ich auch einen Weg hier hochbauen können. Nein. Da geht doch den Weg lang. So, Mähdrescher. Haben wir eigentlich ein B-Werk? Das habe ich noch gar nicht gefunden. Ach, das steht hier daneben. Ah, okay. Gut. Warum mache ich das Licht an? Ich weiß es nicht. So, fahren wir erstmal raus. So, warte mal, dann können wir hier eigentlich hier raus. Aber hier gibt es keinen Weg. Ne? So, drehen wir eine Runde. Oder können wir hier gleich durchfahren? Bin ich denn hängen geblieben? So. Ach, ich mache mal alles komplizierter, wie es ist, ne? Oh, ein Riesenfeld. So, Moment. Machen erstmal einen Feinschnitt. Das hätte man ja vorher machen. Normalerweise hätten wir es gar nicht gebraucht. Die Wagen meine ich jetzt. So, ist da offen? Ja. Strohablage, wo war das? Da unten? Ausschalten, also müsste sie jetzt eigentlich an sein, ne? Jo. Ja, wir hätten den Hänger hier hinstellen sollen, ne? Ja gut, den können wir mit dem Trecker hier herstellen. So, das ist unsere erste Amtshandlung. Einmal ringsrum fahren. Riesiges Feld, oh Gott. Naja, gut. Und das auch den ersten Weizen, den fahren wir natürlich bei den Hühner rein, da können wir Hühner kaufen.
Wir haben zwar moderne Trecker drin, aber ich würde sagen, da wir hier einen Gombang voll haben, da holen wir uns ein ZD, das passt. Das passt einfach. Und einen kleinen Anhänger. Ja, freilich, macht wohl. Also wie gesagt, auf der Karte hatte ich euch im letzten Video vorgestellt, warum ist das alles so laut? Hatte ich euch vorgestellt, dass die Wege durch die Ortschaft sehr, naja, beengt sind. Und ja. Sehr beengt. Wenn ihr hier die Landstraße, die geht schon wieder. Aber durch die Ortschaft ist es sehr beengt. Also da werden wir, ich glaube, mit großen Maschinen werden wir hier nicht so viel arbeiten müssen. Oder können. Aber wie gesagt, ich kann bloß noch mal erwähnen, ich feiere die Karte. Und da muss ich noch mal erwähnen, dann halt, die gibt es zwei verschiedenen Versionen. Einmal Einzelspieler, was ich jetzt mache. Und einmal in Multiplayer mäßig. Und viele Bäume. So, da ist unser Hänger. Den müssen wir dann bloß mal spontanerweise irgendwie mal dann mit dem Trecker wegzerren. Deswegen fange ich nämlich oben an, dass wir den hier mal wegzerren. Und dann werden wir uns gleich unseren ZD holen. Was relativ ganz gut auf die Karte, weil Ostdeutsch, ne? So, mal sehen, wie die Helfer hier so sind auf der Karte. Ah ja. Sehe schon, ja, es könnte eventuell vielleicht gar nicht hinhauen. Nö, macht's nicht. Dies stimmt schon mal nicht. So hinsetze ja eventuell vielleicht. Ne, der fährt immer so komisch. Oder? Na, mal gucken. Also ich bin's nicht, das ist der Helfer. Na, das ist uncool.
Ja, das wird witzig. Wie lassen wir den nochmal fahren? Moment. Und den oben her so von oben her fahren lassen. So, die sind ja relativ beschädigt, die Dinger, ne? Kaputt und wenig Sprit. Das kann doch noch witzig werden. Das kann doch noch witzig werden. Ja, das ist so nicht gerade. Also, das. Naja, gut, dann mache euch was helfen. Müssen wir halt nacharbeiten. So, wir lassen die jetzt einfach so. Erstmal runterfahren, müssen wir halt ein bisschen nacharbeiten. Ist ja nicht so schlimm. Nee, der zieht runter darüber. Ja, das sieht aber schon ein bisschen besser aus. Wir lassen ihn mal arbeiten. Genau. Wir lassen ihn mal arbeiten. So. Hier würde ich sagen, holen wir uns ganz hinten. Warum kann ich. So. Ja. Wieso kostet der weniger wie der hier? Und der hier? Ja, 150. Ach Leute. Ja gut, dann holen wir schon den hier, den ZD. Genau. Mir egal, ist schon drin. Ist schon mal gut. Aber warte mal, wie klicke ich denn? Ach hier, oder? Ja. So. Kann man die wegmachen, die Zahl hier? Tor? Ne, warte mal. Oder wir machen es anders. Genau. Wir machen das so. So. Okay. So. Und wir lassen den auch in der Farbe. Startup-Reifen. Comfy. Warte mal. Was kann man da dran machen? Frontgewicht. Achso, mehr nicht. Also es geht nur auf Frontgewicht, ne? Reifenwahl, Zubehör. Und hier, was war jetzt bei Zubehör? Eine Umleuchte. Streben. Ja, Streben sieht cool aus. Das hatten wir früher auch mal gehabt. Gitter? Naja, gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Schmutzfäger. Ach, das muss ich extra dran bauen. Okay. Streben, Schmutzfänger. Okay. Ja. Umleuchte bräuchte man jetzt nicht unbedingt. Will eigentlich die Schmutzfänger, das reicht mir. Sieht cool aus. Und ein Frontgewicht. Hätte ich gern. Oh, 300 Kilo, oder? Ja. So, zurück. Dann holen wir uns noch einen Anhänger. Für Anhänger habe ich noch nicht so eine ältere Mod gefunden oder sowas. Ja, das. Ich weiß nicht, ob es noch ältere Anhänger gibt oder sowas. Ich würde den hier nehmen. Da kann alles reinpacken. Ja. Den nehmen wir. Der ist nicht so groß. Hallo, in ihrem. Hätte man vielleicht jetzt eine Farbe ein bisschen ändern können, aber naja, gut. So, das sieht total wüst aus, was er wieder hier veranstaltet, aber der ist gleich voll. Wir müssen uns beeilen. Und zwar ist der Händler hier, also hier unten rechts ist der Händler.
Ich habe eigentlich zwei Stück, einen Fahrzeughändler und eine Werkstatt, aber am Ende eh gleich. Ja, das ist. Hänger sieht ein bisschen groß aus. Gehe ich in den kleinen Trecker. Wir hätten vielleicht den Aufbau weglassen sollen. Das hätte auch sein können. So, wie sieht es drin aus? Naja, einfach. Wie in der DDR. Einfach nur einfach. Ne? Das sind deine Gruppen, deine Vorwärts-Rückwärtsgänge. Mehr ist da nicht gewesen. Und er hat gequalmt, wie immer. Finde ich einfach, ist praktisch. Hast halt okay eine Klimaanlage, ne? Das ist klar. So, nein. Ach, es war falsch. Das war falsch. So, da kann ich aber gleich mal gucken, wo müssen wir denn hin? Und zwar müssen wir hier raus, dann links. Das ist ja mal eine Strecke. Dann links, dann geradeaus. Irgendwann kommt eine Kreuzung. Eigentlich müssen wir dann so ein bisschen links. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Müssen wir halt ein bisschen öfters mal reingucken. Hört schon geil an, oder? Wo ist denn hier der Ausfahrt? Weil ohne Ende. Bin ich überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich muss noch mal gucken. Ja, wir sind richtig. Wir könnten uns hier auch einen Markierungspunkt setzen. Und zwar. Hier. Kann ich nicht. Ja. Naja, dann. Schauen wir mal. Finde ich richtig geil. Richtig oldschool. Und so langsam ist er gar nicht. 41 km/h. Sag hier wird's eng, ne? Sag, wenn wir noch größere Maschinen holen würden. So, das muss ich mal gucken. Stoppschild. Gewerbegebiet gibt es hier wirklich. Ach Mensch. Es tut mir leid, Entschuldigung. Eigentlich wollte ich jetzt. Ist es so leicht rechts? So links und dann eigentlich immer bloß geradeaus, ne? Also nirgendwo großartig abbiegen. Bloß so geradeaus, ne? So. Mensch, falsche Taste. Tut mir leid. Der qualmt raus. Geil. Und die auch noch drüber? Ne. Jetzt müsste doch die Lenkung übelst schwer gehen und alles. Dann wäre es genau richtig. So, irgendwo rechts muss jetzt das sein. Aber wie komme ich jetzt auf das Feld?
Wie komme ich jetzt auf das Feld? Ja, ich könnte ja hier durchfahren, aber da gibt es auch keinen Off-Fahrweg oder so, ne? Ach. Nee, hier gibt es auch keinen, wo man drauf fahren kann, ne? Na, hier vorne. Hier vorne ist. Hier. Ach nee, ein Stückchen weiter vorne. Ja, gut. Aber hier geht's auch. Ja, die gute ZD passt eigentlich nicht zu den Anhänger, aber wie gesagt, ich habe noch keine Mods gefunden, wo so richtige alte DDR-Hänger sind. Dann hätte es gepasst. Du hast halt ein bisschen Oldschool auf Moderne, also Moderne trifft auf Oldschool oder umgedreht, ne? Finde ich cool. Macht mir jetzt schon richtig Spaß. So, den Hänger lassen wir gleich stehen. Jetzt haben wir noch schnell das Ding hier weg. Gleich mit der Aschmann der Halle backen, ne? Weil so groß ist das Schneidwerk nicht, dass wir jetzt unbedingt das brauchen. Komme ich denn eigentlich auf den, auf das Feld da hinten lang, oder? Ja. Mag den ZD. Er macht zwar nicht die Geräusche wie in Realleben, aber wieso hat er schon mit der Arbeit erfolgreich beendet? Du bist noch lange nicht fertig. Ich hätte mal die Schmutzfänger weglassen sollen. Das sieht ja cool aus, aber da sieht man die schönen krassen Reifen nicht. Schade. Ich mag den CD. Ui, ui, ui. So. Ach du Scheiße, guck mal, wo der steht. Ach du Kacke.
Nee. Warum fährt der Helfer da hoch? Wieso fährt der Helfer da hoch? Was macht denn der da oben? Ach nee, das ist Sekunde. Was macht denn der da oben? Ich glaube, wir müssen hier noch immer oder zweimal runterfahren. Oder warum mache ich denn immer nur das Licht an? Ja, das ist von Sockenland. Nee, oder? Ja gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Da fahre ich hier noch ein, zwei Mal runter, dass er da wirklich nicht wieder da hochfährt. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Viel Spaß bei Alice22 und auf meinem Kanal. Tschüss. Tschüss.